Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Jetzt gibt's erstmal lecker Frühstück. Und was könnte es da Besseres geben als das bewährte Gulasch vom Rind mit Reis und Sambal Oleg? Hier sieht man gleich wunderschön, dass ich nicht so viel Erfahrung habe mit Campinggaskochern. Ich glaube, wie es rausspritzt, aber da muss ich erstmal diese Edelstahlplatte, auf dem alles draufsteht, später einer Grundreinigung unterziehen. Aber ja, man lernt ja immer dazu. Das heißt, wenn ihr mal in so einem Gaskocher was zubereiten solltet, macht erst das zu erwärmende Essen rein und dann die Hitze an. Irgendwas ist immer. Gulasch für Anfänger. Und schön mit der Hitze runter. Gar nicht so viel Gas. Was ich schon mal feststelle, ich habe noch nie mit so einem Campinggaskocher gekocht und das Ding ist halt sofort heiß. Und du musst wirklich, was der Daniel gesagt hat, Hitze runter. Also das Ding bei volle Pulle laufen lassen, um sowas zu machen, weil da können wir das jetzt unten leicht angebrannt, aber nur leicht. Wichtig, rühren. Ich mag diesen Expressreis, das ist eigentlich recht easy und unkompliziert. Zu Hause verwende ich den auch hin und wieder, muss ich sagen. Einfach aufreißen, aufwärmen, fertig. Ja. Und den Rest mit rein. Einmal gut rühren. Zubereitung im Kochtopf. 45 Milliliter, 3 Esslöffel Wasser. Ja, ich nehme halt einfach Gulasch statt Wasser. Statt ich glaube, das ist scheiße. Kannst du mir kurz einen Löffel von dem Sambal Oleg da reinlöffeln? Ja. Ja, perfekt. Danke dir. Kein Problem. Ab in die Schüssel. Geschmackstest. Oh, den habe ich jetzt abgeschlabbert. Geschmackstest von vom abgeschlabberten Löffel der Rissa-Schöpferin. Ja, aber ich repariere den jetzt. Man nehme ein Stück Holz, zwirble das so ein bisschen rein und mache zwei Knoten. Here we go. Easy fix. Erdbeerkäse. Ich bin mal froh, dass kein Erdbeer reingebracht wird. Ja, das wäre die ultimative Abstufung. Du machst jetzt einen Liter voll mit Met. Nein. Met 2. Nur 0,75, weil das ist die Flasche mehr. Bitteschön. Aufgedrückt, hallo. Hallo. Hier ein kleiner Walk über den Holy Ground auf dem Weg zum Feuerschwanzkonzert. Hab jetzt gleich im Folgenden kurze Ausschnitte von den jeweiligen Konzerten mit drin. Beim Video gestern
gab es aber ziemlich Issues mit der Lautstärke. So, ich habe jetzt versucht, bei der Aufnahme was zu ändern. Plus, ich habe auch hier im Videoschnitt die Lautstärke bei den Konzerten deutlich runterreguliert. Habe mich dabei an so einem Pegel orientiert. Toi, toi, toi. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es heute mit dem Sound ist. Dass es nicht perfekt sein wird, da gehe ich von aus. Aber dass man es zumindest angucken kann, wäre schon echt super nice. Würde ich da wirklich sehr, sehr gerne in ein paar kurzen Ausschnitten mitnehmen. Danke für eure Kommentare.
werde auf jeden Fall im Anschluss an Wacken noch ein Fazitvideo machen, in dem ich euch ein bisschen mitteile, was ich hier so gelernt habe, was ich so erfahren habe. Eine Sache, die ich aber jetzt definitiv schon sagen kann, ich meine, schaut euch mal diesen schönen Drachenlauf hier an. Wacken ist so viel mehr als die großen Headliner oder als die Bühnen. Wacken hat so viele, unglaublich viele Aspekte. Links und rechts, oben und unten, ob das jetzt die Wasteland Warriors sind oder sämtliche Merch-Stände, wo es einfach alles an Rock- und Metal-Merch des Universums gibt. Dann dieses tolle Wackinger Village, so, das ist quasi nur ein eingebauter Mittelaltermarkt mit drin, aber auch riesig. Hier so ein ganz kleines Mini-Konzert einfach, irgendwo am Rande, die Leute feiern, alle sind gut drauf. Hier war noch Live-Musik in diesem Tavernenbereich, also echter Wahnsinn. Da bin ich nochmal kurz an so einer Merch-Meile durchgelaufen, also das ist nur eine von vielen. Einfach um da auch so ein paar Bilder mal im Vlog zu haben. Ich selbst war da jetzt noch nicht shoppen, ich bin nicht so der große Merch-Shopper, habe mir aber beim Wacken Original-Merch zwei Shirts und ein paar Handtücher geholt. So, und hier habe ich jetzt tatsächlich gleich mal zufällig eine der vielen, vielen Begegnungen festgehalten auf Video, die man da so hat auf dem Festival. Die zwei, die sind einfach auf die Kamera zugelaufen und ja, seht selbst. Hi. Hallo! Ich grüße euch. Ich wollte eigentlich bloß die Taverne filmen, sorry. Ja, aber jetzt seid ihr mit drauf. Geht's euch gut? Uns geht's super. Sehr gut. Mir geht's auch gut. Mir geht's perfekt, danke. Ja? Wie oft wart ihr schon hier? Dreimal jetzt. Dreimal schon? Das ist das erste Mal. So viel zu sehen. Ja. Überwältigend. Ja, aber ist das sehr cool. Nee, aber ich habe ganz viele Crowdserver schon befördert. Ich habe sie heute dazu bewegt, das ist das erste Mal zu machen und das ist irgendwie mega. Ich bin 12. Also okay, krass. Erstes Mal Crowdserving mit 12. Auf jeden Fall dafür mal High Five. Ab zurück ins Camp, Leute. Das war's für heute. Bis morgen.